Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Schon wieder diese verdammten Geschütze. Ach Gott, shit, da saß ja einer dran. Das Schiff hat starke Schilde. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Ist okay. Oh Mann, komm ich da noch hinter? Oh! So, okay. Au! Kann ich das Schiff zerstören? Ist okay. Nein, ich kann mich nicht so weit drehen. Es ist nicht wahr. Lass mich raus. Shit. Okay. Ich muss hinter die Betriebsweise dieses Dings erstmal hinterkommen. Ach so, es ist wie eine... Ja, nicht wirklich wie eine Railgun, aber... Scorch wurde getroffen. Scheiße, Entdeckung Scorch. Deltas. Ich bin ziemlich lausig, was das angeht. Ach, das ist 7! Scheiße, 7! Fuck, 7! Oh, Mann. Der Delta muss wiederbelebt werden. Schnell. Unterstütze Scorch. So. Okay, okay, okay. Die verstecken sich alle da hinten. Ich muss Fixer da vom Geschütz wegbringen. Gehen wir weiter. Rogers. Bloß an das Geschütz, Delta. Nicht an das Geschütz, Delta, Moment. Boah, wie viele es sind. Okay. Achtung, seid ihr im Anmarsch. So, okay. Hier. Da. Nee, das übernehme ich. Weg von dem Geschützkorb. Nein, nein, weg. Ich will dran. Und noch einer. Oh, ich wollte schon sagen, dass das Fixer, ey. Das wäre scheiße. Zerstören Sie das trandoshanische Landungsschiff mit beiden Raketenwerfern. Mit beiden, okay. Nein! So, okay. Nein! Oh, kommt schon, Leute. Einfach mal einfach mal was richtig machen. Kein Bagdad verabreichen, Kommando. 07 bricht ab. Ah, Gott, das darfst du machen. Das soll hier jemand tun. Ah, ich. Piss! Ah, ich dreh durch. Ich dreh durch hier in dem Laden. Achtung! Ich merk schon. Schön, dass ich mal auch in diesem Spiel einen Rage-Moment hier erlebe. So, und jetzt. Der Feind zieht sich zurück! Achtung, seid ihr. Der Planung ist schließlich! An die Raketenwerfer, holt sie runter! Ich muss durchladen. Ach so, das Schiff, ja, das hat erstmal höchste Priorität. Das war's, das Schiff ist sauber. Thank Gott, es ist kaputt. Ich wollte, ja, ist auch schon okay. Rettung des Schiffs, die Schlacht ist die Schlacht ist eskaliert. Die Separatisten rücken an, um ihre Trophäe zu holen. Können 4 Kommandos die Stellung gegen eine unendliche Flotte Kriegsruinen halten? Die Republik zählt auf das Delta-Team. Ja, die letzte Hoffnung. Wenigstens sind diese Echsen weg. Delta, die Separatisten können jeden Moment hier sein. Ich glaube, ich kann es sehen. Ein Schlachtschiff der Handelsföderation. Nicht mal du siehst bis in den Hyperraum 7. Nein, es liegt am Rand des Systems. Schau! Schau? Wow. Das wird eine Herausforderung. Ich sende ein Notsignal. Wir können nicht auf Hilfe von Coruscant warten. Richten Sie beim nächsten Hangar eine Verteidigungsposition ein. Los! Ich öffne den Zugang zu den Wartungstunneln. Wir haben ein scheiß fettes Problem. An alle Schiffe der Republik in der Nähe des Korbantes-Systems. Dies ist ein Notfall. Ja, auf jeden Fall. Das Delta-Team braucht jetzt An Hilfe. An alle republikanischen Schiffe nahe des Korbantes-Systems sofort melden. Ein planetengroßes Kriegsschiff der KOS hat uns im Visier. Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt. Hier ist Captain Talbot von der RAS Arrestor. Mit wem spreche ich? Ich bin Berater 01-425 des Delta-Geschwaders. Separatisten wollen unser Schiff kapern. Verstanden. Hilfe ist unterwegs. Ich schicke unsere Koordinaten. Unser Schiff. Wir sind 4 Leute und das ist unser Scheißschiff. Aua, Rules, Rulen hier. Von hier haben wir freies Schussfeld. Ja, Sir. Beseitigen Sie die Trümmer, Delta. 4-0 bereitet Sprengkraft vor. Die Droidenträger können jeden Moment landen. Wir können ein paar Fallen legen und uns freie Sicht verschaffen. Sie könnten überall landen, also legen wir überall Fallen. Sprengsatz ist scharf, Sir. Haben Sie was gehört? Okay, sind das alles Fallen oder wie darf ich das sehen? Wir müssen hier auf jeden Fall sowas von verteidigen, dass es so Defense-Stellung gibt. Entdeckung.
Arbeit, Delta. Vorwärts, Delta Team. Sprengen wir hier gerade nur Deckung oder was? Umgebungseinheit platzieren. Ausgezeichnete Wahl, Sir. Ich glaube. So. Gut, hier nehme ich Munition. Das ist ein Sprengmanöver. Fixen. Umgebungseinheit platzieren. Da kommen schon die, die Droidenträger. Ah, sieben muss zurück an seine Sniper-Position. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Geh in Position. Alle klar, blocken wir sie an. So, leiten Sie die Sprengung Fixer dahin. Roger, ich mache hier weiter. Träger gelandet. Droiden marschieren auf. Granatenmanöver. Warte. Sprengmanöver abbrechen, Granatenmanöver hier rüber. Ich gehe bei Zeiten ans Geschütz. Da ist noch einer. Er sichert nach hinten ab. Nach hinten absichern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel Sinn hat, hier hinten an das Geschütz zu gehen. Mal gucken. Ich probiere es einfach mal. Ich habe ja eine gute Sicht. Das ist wie im Kino. Ich habe im Kraftfeld des Hangars eine Schwachstelle entdeckt. Der Regler auf der linken Seite des Hangars kontrolliert den Energiefluss. Wenn Sie ihn sprengen, können Sie den Hangar hermetisch abriegeln. Das wäre ein Anfang. Ja, das regel ich. Das Ding. Ach der Scheiße, gebt mir Deckung, Delta. Oh Mann, ein Superkampf-Druidenträger. Big Problem. 20 Sekunden, natürlich. So viel Zeit habe ich auch. Oh, bitte, bitte. Deckt mich gut. Was ich über das Kino sagen wollte, man sitzt immer gerne lieber hinten. Also ich zumindest. Da hat man schön die Leinwand vor Augen. Wenn man so weit vorne sitzt wie ich gerade, hat man ein Scheißproblem. Ah, Blödsack. Blödsack. Okay, weiter geht's. Das dauert 20... Das verstehe ich nicht, wie bei wichtigen Sachen der Timer der C4-Teile länger dauert zum Programmieren als normal. Ja, gut, was soll man tun? Irgendwo ist es ja auch eine Spielmechanik. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Und weg. Zurück, Delta. Schön. Fertig. Energiefeld. Ernsthaft im Eimer, Sir. Der Hangar ist abgeriegelt. Versuchen wir es beim nächsten. Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. Gott, machen Sie scharf. Manöver abbrechen, Delta. Oh, hi. Ziel eliminieren. Nee, so. Technik, Sir. Fertig. Mache. Spreng das zu scharf. Mann, es kommt unendlich von diesen Typen. Die einmal rundherum und immer einen Ruin holen. Wenn es dafür Punkte geben würde. Huch! Alles scharf, Boss. Achtung, Granate! Gott sei Dank. Okay, das waren alle. Wir gehen weiter. Nächster Hangar, nächstes Abriegelungsmanöver. Los, los! Oh, schön. Das Ding wieder. Das ist sehr gut für Nahkampf, weil das die Feinde elektrisiert. Aber ich finde die Nummern da ziemlich sinnvoll. Sinnlos. Die Stellung halten. Sie nähern sich jetzt dem nächsten Hangar. Ich habe einen Droidenträger auf den Sensoren. Er ist bereits leer. Feldner, stellt sich ein Nachzügler. Er will Hilfe holen. Du entwischst mir nicht, Schuppi. Schuppi! Ja, Schuppi, das... Oh, das muss ich mir merken. Es ist echt... Ich weiß nicht, ob das schlecht übersetzt ist oder wirklich so schlecht sein sollte. Weil Schuppi ist echt ein schlechter Dabe. Ich bewahre mir die jetzt für stärkere Fallen auf. Das muss ich sprengen. Fallen, 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 Fallen. Granaten. Wir müssen zu diesem Kraftfeldregler. Kraftfeldregler. Ist okay, ich glaube, ich werde mich darum kümmern. Snipen, hier. Geh in Position. Ah, scheiße, das war die Granate, die ich nicht gebraucht habe. Danke. 6-2, bevor du mit mir kommst, nimmst du dir bitte Bug damit. Heilen Sie sich, Delta. Bin unterwegs, Teamleader. So, okay, ich gehe schon mal runter und schau, wie die Lage ist. Wir haben einen Grenadier und einen Sniper auf der Position. Gut. 6-2 macht hinter mir nochmal ein bisschen Minenarbeit. Der Regler ist auf der anderen Seite des Hangars. Alles wie gehabt.
schalten Sie ihn aus. Wir brechen auf. Nein, das ist alles nicht so, wie ich wollte. Ich wollte das. Ja, 6-2. Position ändern, Delta. Delta Team, machen wir es von hier. Neuer Träger nähert sich. Wir brechen auf. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Boah, Leute. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Ist das hier Bäumchen wechsel dich oder was? Oh shit. Oh Mann. Okay, das ist alles ein bisschen ziemlich blöd. Da kommt jetzt ein Superkampf-Druidenträger. Oh Gott. Deckung, Delta. Hallo, ich werde hier angeschossen. Kacke. Warum sprengt hier niemand diesen Träger? Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Wer macht das jetzt hier gerade? Scorch. Okay, gut. Scorch, weiter. Jemand macht das hier. Wir geben Ihnen Deckung. Okay, gut. Ah, ich komme hier nicht dazu. Bevor der hier nicht fertig ist. So, los geht's. Gott. Nein! Die! Already die! Nein, 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 nein. Okay, gut. Immer mit der Scheißruhe. Gut, 7 sprengt gerade den Superkampf. Er ist gerade fertig. Druidika-Träger. Er will in die obere Ebene. Was? Druidika-Fucking-Träger? Deckung, Deltas. So ein Scheiß gibt's ja auch. Aufhören, Kommando. Weiter, weiter! Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen weiter zum letzten Hangar. Heilung. Wir geben Ihnen aus dem nächsten Hangar dringend in Ihren Sektor vor. Beeilung und verschwinden Sie daher. Oh ja, ist ja okay, aber... Sprengt jetzt einer diesen Träger, bitte. Mann. Puh. Das nenne ich Krieg. Boah, töten. Boah, ich bin gleich tot. Und ich habe keine Munition mehr. Ah, hier, das Ding hätte ich noch gehabt. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Nee, nicht. Was? Ist hier doch noch ein Droidika-Träger? Okay, Bacta. Da hängen die rum. Das ist halb so wild. Das ist egal. Wir bakterisieren uns jetzt gut voll. Sorry, Sir. Das kann ich nicht machen. Ob der Speeder noch funktioniert? Keine Ahnung, aber das Modell ist lebensgefährlich. Ein Speeder, okay. Sollen wir damit hier rumfliegen oder was? Ich habe größte Bedenken. Sie, Bacta, jetzt. Gut, wir vergessen jetzt eben die Druidikas. Wir gucken erstmal, wo wir lang müssen. Hangar D. Okay. Nichts passiert. Was? Ach so, er wäre in den Träger gedüst. Okay, nicht so ganz, was ich erwartet habe. Mann, 7 ist ja schon wieder verbunden. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Okay. Sorge, Bacta. Wir gehen jetzt gucken, wo wir lang müssen. Delta Team formiert sich. Oh Mann. Oh, seriously. Tschüss. Einmal durch. Ei. Na, wie geht's? Oh, ja, ist hier. Ja, Ende des Levels. Heilige Scheiße. Hoffnungslos unterlegen. Achtung, Deltas. Alle Droiden im letzten Hangar sind einsatzbereit und verteilen sich über das ganze Schiff. Eine Tragödie, würde ich sagen. Bin unterwegs, warte auf weitere Befehle. Ich scanne die Systemdateien nach intakten Geschützen. Aha. Es ist mir zu ruhig hier. Umgebungseinheit platzieren. Hier ist einer. Das könnte hässlich werden. Okay, da sind Ruinen, das wäre ich. Fertig, Team. Gut. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Tür offen lassen für 7. Spreng das in Charge. Alles gesichert. Oh Gott, das wird nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Oh, Scorch, aus dem Weg da. Okay. Gut, 7, wir holen dich da mal kurz weg. Manöver abbrechen, Delta. Und weiter geht's. Was? Die haben auf die Fässer geschossen, diese ekelhaften Spinner. Hässlich. So, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wir sichern noch Hangar D und dann schauen wir mal. Oh Mann. Ziel eliminieren. Ach, ja gut, nachladen muss man das Ding auch. Okay, dann tu das mal kurz.
schön. Nächste Mitteltonnentechnik. Los, los. Delta Team, machen wir es von hier aus. Die haben keine Chance gegen mich. Droidekatz, sie haben uns nicht gesehen. Die kommen zurück. Bereiten wir uns vor. Vorbereiten? Okay, ich würde sagen, Umgebungsminen hier überall. Platzieren. Hier ist einer. Platziere Sprengsatz. Ah, überall diese Defensivaufgaben hier teilweise. So. Platzieren Sie eine Falle, Soldat. Platziere Detonator. Platziere Detonator. Delta-Team formiert sich. Bin in Position, Sir. So, alle bitte zurücktreten. Falle ist scharf, locken wir sie an. 4-0 lädt nach. Manöver abbrechen, Delta. Okay, mal gucken, wie wir sie anlocken können. Okay. Gebiet sicher. Roger. Ob sie wohl nachkommen, ist die große Frage. Schön, dass ich das alles gemacht habe. Schön. Gehen Sie in Position, Delta. Dann gehe ich da jetzt hin und mach das selbst. Na, guck. War ja gar nicht so schlecht. Vergessen Sie das Bagdad. Ich bin zuerst dran. Und dann das Gesindel. Position ändern, Delta. Das ist jetzt die Frage, wo wir hingehen. Ich gehe jetzt erstmal links. Das hat geholfen. Was? Das nützt ja kaum was. Er trifft mich nicht, wenn ich vor ihm stehe. Tragödie. Aber hier wäre es nicht lang gegangen. Okay. Ah, gut. Munition für den Panzerbrecher habe ich. Munition für den Sniper habe ich anscheinend auch. Nee. Nee, habe ich nicht. Das war nämlich der Blaster. Da habe ich mich... Habe ich mich vertan. Es ist aber gerade so ruhig. Ich glaube, ich beende die Aufnahme erstmal hier. Wo ich doch schon die Chance habe. Danke fürs Zusehen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme hier so gut war. Es kam mir so vor, als wäre ich selber nicht ganz so aus dem Quark gekommen. Aber gut, das weiß ich nicht. Das könnt ihr mir ja dann sagen, wenn es an Qualität verloren hat. Dann werde ich es berücksichtigen und fürs nächste Mal anders machen. Aber danke fürs Zusehen erstmal. Ich freue mich, euch dann wiederzusehen in der nächsten Folge Star Wars Republic Commando. Ich bin erstmal auf Wiedersehen.